Die 20 höchsten Siege der zweiten Bundesliga von 2000 bis 2023/24. Hallo liebe Fußballfreunde, willkommen auf Fußball for Fans. Richtig, heute schauen wir uns die 20 höchsten Siege der zweiten Liga an von 2000 bis 2023/24. Ist auch dein Verein dabei? Dann geht's los. Dann kommen wir auch gleich zu Platz 20 der höchsten Zweitligasiege. Ja, Arminia Bielefeld zu Hause mit einem 6:0 gegen Eintracht Braunschweig. In der Saison 2016-2017 und rechts seht ihr immer die Torschützen. So, kommen wir zu Platz 19. Wen haben wir da? Den VfL Bochum mit einem 6:0 Heimsieg gegen FC Ingolstadt. In der Saison 2018-2019. So, dann geht's auch gleich weiter zu Platz 18 der höchsten Siege der zweiten Bundesliga. Ja, den SC Paderborn. Ebenfalls mit einem 6:0 Heimsieg zu Hause gegen Greuther Fürth. In der Saison 2018-2019. So, wen haben wir denn auf Platz 17? Schauen wir mal. Ja, Arminia Bielefeld mit einem 6:0 Heimsieg gegen Jan Regensburg. In der Saison 2019-2020 der zweiten Bundesliga. So, kommen wir zu Platz 16. Wen haben wir da? Ja, den SVW in Wiesbaden mit einer 6:0 Heimniederlage gegen den 1. FC Nürnberg. In der Zweitligasaison 2019-2020. So, kommen wir jetzt zu Platz 15 der höchsten Siege der zweiten Liga. Wieder der 1. FC Nürnberg, aber diesmal mit einer 6:0 Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart. In der Saison 2019-2020 der zweiten Liga. So, auf Platz 14 haben wir Darmstadt 98 mit einem 6:0 Heimsieg gegen Aue. In der zweiten Bundesliga-Saison 2021-22. So, liebe Fußballfreunde, dann kommen wir jetzt zu Platz 13 der höchsten Zweitligasiege. Wen haben wir da? Jan Regensburg mit einer 6:0 Heimniederlage gegen den KSC. In der Zweitligasaison 2022-23. So, kommen wir zu Platz 12. Wen haben wir da? Ja, den FC St. Pauli mit einem 7:1 Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig. In der Zweitligasaison 2002-2003, also schon ein bisschen länger her. So, liebe Fußballfreunde, auf Platz 11 haben wir, ja, Greuther Fürth mit einem 7:1 Heimsieg ebenfalls gegen Alemannia Aachen. In der Zweitligasaison 2003-2004. Wenn's euch gefällt, dann danke ich euch für ein Like und für ein Abo für Fußball for Fans. So, Platz 10, die Top 10. Ja, Kickers Offenbach mit einer 7:1 Heimniederlage gegen Borussia Mönchengladbach. Aus der Zweitligasaison 2007-2008. Also auch schon ein paar Jahre her. So, auf Platz 9 haben wir, ja, Reutlingen gegen Saarbrücken mit einem 8:2 zu Hause in der Saison 2000-2001. Also schon sehr, sehr lange her. So, dann geht's weiter. Kommen wir zu Platz 8 der höchsten Zweitligasiege. Da haben wir, ja, den 1. FC Köln mit einem 7:0 Heimsieg gegen Union Berlin in der Zweitligasaison 2002-2003. So, wen haben wir denn auf Platz 7 der höchsten Siege der zweiten Bundesliga? Ja, wieder der KSC, diesmal mit einem 7:0 Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig in der Zweitligasaison 2005-2006. Und schreibt mal in die Kommentare, welcher ist euer Lieblingsverein? So, auf Platz 6 haben wir Hannover 96 mit einem 7:0 Heimsieg gegen VfL Osnabrück. In der zweiten Ligasaison 2023-24, also ganz aktuell. So, jetzt kommen die Top 5. Auf Platz 5 haben wir wieder den KSC mit einem 7:0 Heimsieg gegen 1. FC Magdeburg. In der letzten Saison 2023-24. So, welche Vereine haben wir denn auf Platz 4? Schauen wir mal.
Da haben wir ja den 1. FC Köln mit einem 8:1 gegen Burghausen in der Zweitligasaison 2004-2005. So, jetzt kommen wir zu den Top 3. Wen haben wir auf Platz 3? Schauen wir mal. Ja, der 1. FC Köln mit einem 8:1 Heimsieg gegen Dynamo Dresden in der Zweitligasaison 2018-2019. So, welche Vereine haben wir auf Platz 2 der höchsten Zweitligasiege? Da haben wir Unterhaching mit einem 8:0 Heimsieg gegen Saarbrücken in der Zweitligasaison 2001-2002. So, wer hat den höchsten Sieg seit 2000 bis 23/24? Platz 1, da haben wir Hansa Rostock mit einem 19:0 Heimsieg gegen TuS Koblenz aus der Saison 2008-2009. Nicht schlecht, 19:0, sehr gut. Ja, liebe Fußballfreunde, das waren die 20 höchsten Siege der zweiten Liga von 2000 bis 23/24. Hat's dir Spaß gemacht? Dann danke ich dir für ein Like und für ein Abo für Fußball for Fans. Verpasst auch hier meine anderen Fußballvideos nicht. Bis dann. Tschüss.